Ich bin Laura. Ich bin Tim. Ich bin Christian. Ich bin die Kati. 26. 22. 20. 26. 21 Jahre alt. Bin ein Transmann. Ich bin nicht binär. Bin eine Transfrau. Bin nicht binär und pansexuell. Lesbisch. Schwul, homosexuell. Heterosexuell. Lesbisch. Mein erster Freund, dem war ich gleich mehrere Jahre auch zusammen, der war so ein bisschen tuntig. Dann habe ich den wirklich immer versteckt. Was in der Öffentlichkeit durchaus vorkommt, ist, dass ich mir zweimal überlege, ob ich die Hand meiner Partnerin greife. Ich habe auch in meiner Beziehung Anfeindungen erlebt, wenn wir irgendwie händchenhaltend über die Straße gegangen sind. Manchmal habe ich Angst, offen homosexuell zu sein. Vor fast genau einem Monat, da bin ich nach Hause gegangen und wurde dann von 7 bis 8 Jugendlichen verprügelt. Man sollte nicht so viel Aufwand dafür verwenden, um jemanden fertig zu machen, nur weil ein Detail aus dem Leben des Menschen jemandem nicht passt. Ich bin lange durch das Leben gegangen und dachte, es ist kein schönes Leben, aber es ist halt so. Mein Vater reagierte auf mein Coming-out nicht ganz so gut. Als ich mich geoutet habe, gab es tatsächlich eine sehr schwierige Situation mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mich von zu Hause rausgeschmissen. Man kann sich nicht ein Leben lang verstellen. Du musst dich nicht verstecken, sei du selbst. Das ist ja nochmal ein ganz großer Schritt. Deswegen wünsche ich das einfach allen, dass sie den Schritt schaffen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, zu sich selbst stehen zu können. Ich habe mich geoutet. Ich bin glücklich. Ich habe meine Freundin. Das war die richtige Entscheidung. Wenn Menschen mein Transsein nicht akzeptieren können, dann ist es eigentlich etwas in ihnen, was sie nicht akzeptieren können. Wenn eine Person sagt, ich bin das, ich bin mir sicher, dass ich das bin, warum muss ich das beweisen? Es dürfen nicht andere über unsere Körper und unser Leben entscheiden. Dass queere Menschen genauso sind wie heterosexuelle Menschen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie halt vielleicht eine andere geschlechtliche Identität haben oder eine andere sexuelle Orientierung. Es kann nicht sein, dass man Menschen danach bewertet, sondern man muss sie nach ihrem Menschsein bewerten. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Wir sind Menschen.